Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir gehen mal eben schlafen. Beim letzten Mal waren ja Riklot und Larandia dabei. Und heute, Leute, kommt voraussichtlich The Caffrey und macht mal ein bisschen mit. Dann können wir endlich mal seine Sachen zeigen. Und bis er mal da ist, werde ich jetzt einfach mal Toto fragen, was wir tun sollen. Wir haben ja beim letzten... Au! Nein, bevor ich Toto frage, denn wir haben beim letzten Mal, ja... Haben wir... Oh, da fällt mir ein, wir machen erstmal unseren Ofen. Habe ich das Eisen schon rausgenommen? Hatte ich schon rausgenommen, okay. Dann holen wir noch schnell ein bisschen Netherrack zum Schmelzen. Beim letzten Mal haben wir die Schildkrötenfarm gemacht. Da würde ich gerne nachsehen, wie weit die jetzt ist. Ob vielleicht schon wieder ein paar gewachsen sind oder so. Was eher unwahrscheinlich ist, zumindest wenn niemand hier in der Nähe war. Nichts wurde vollständig repariert. Erwischt. Wieder nichts. Ah, die Axt. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob weitere Schildkröten geschlüpft sind. Wir müssen ja wieder, wir brauchen ja wieder eine Schildkröte zum Testen. Oh. Sehr schön. Oh, wir könnten eigentlich gleich mal hier nachsehen, ob vielleicht wieder irgendwas hier reingekommen ist, aber... Oh, eine unserer Steinziegeltreppen ist da drin. Ich glaube, den nehme ich mit. Viermal Seegras? Habe ich das reingetan? Ah, ich habe das ja mit dem... Habe ich das mit dem Schwert getötet gehabt? Nein. Offenbar doch. Es ist doch kein... Okay, ich dachte gerade, die sehen mich alle an. Es ist doch kein weiteres Schildkröten eingeschlüpft. Schade. Naja. Schade, schade, schade. Dann holen wir uns den. Ach, halt, ich habe ihn dabei. Buddy joined your channel. Das wäre echt Kuckuck. Schade. Kuckuck. Das habe ich nicht verstanden. Wer ist denn da? Buddy. Aha, Buddy ist da. Cool. So, ich bin gerade wieder bei der Schildkrötenfarm, Rikulat. Und sind sie schon gewachsen, die Schmuckels? Nein. Also die anderen, es hat sich seit dem letzten Mal nichts verändert. Bisschen schade, aber naja. Ich denke mal, das ist allgemein wie immer, dass der Junk wahrscheinlich eingeladen sein muss und ein Star sein soll. Ja, eben. Was passiert. Und war halt leider keiner in der Nähe, deswegen ist da nichts passiert. Naja. Vielleicht muss man deine AFK-Box mal benutzen. Ich weiß nicht mal, ob die in der Nähe wäre. Doch, die müsste eigentlich dann. Das müsste reichen. Oh, der Caffrey hat das Spiel betreten. Da ist er ja. In seinem Samus. Ich habe schon was blitzen sehen im Teamspeak.
Da fällt mir ein, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er das Passwort kennt. Das ist gut, mir hast du Operatorenrechte gegeben, ich kann einfach reinschauen. Echt? Ah, da, er schreibt, sitze im TS, dann hole ich ihn mal rein. Buddy was moved to your channel. Hallo. Hallo. Kefre? Hallo, hallo. Hallo. Ich höre mich irgendwie doppelt und Rikulat auch. Das ist bestimmt verstörend für die Zuschauer. Schauer. Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht. Ich glaube nicht, es hört sich eher so an, als ob es dann Eingang beim Ausgang wäre. Er ist aber nur einmal drin. Ich glaube, er hat die Kopfhörer nicht auf und deswegen wird es über die Lautsprecher ausgegeben. Und dann würde nichts funktionieren. Doch, das würde man, glaube ich, manchmal hören. Ah, er ist dabei. So. Das weiß ich nicht. Ob ich der Kefre schon die Regeln beigebracht habe. Ich glaube nicht. Weil ich glaube, das wollte ich dann selbst machen. Also persönlich. Begeben wir uns doch mal zu der Kefre hin. Halt! Ich seh dich! Ich seh dich auch! Gelatscht, als der Delfin gelandet. Ich kann besser fliegen als du. Als du. Stimmt nicht. Versuch mal schnell zu schlingen als ich. Welcome back. Buddy disconnected from your channel. Ich hol dich ein. Buddy joined your channel. Welcome back. Sehr, sehr. Hey, wo bist du hin? Bin vor dir. Hey, wo? Ach, du hast das gesagt, ich bin stehen geblieben, dann bist du klammheimlich unter mir durchgeflogen. Wo willst du hinfliegen? Zu der Kefra, ich weiß nicht, wo er uns abholen will. Wir können ja schon mal so seinen gewissen Blick auf seine Bauten werfen. Muss wir auch unbedingt mal die Elytrin holen. Also Leute, das ist das, ja, da kann man fast schon sagen Königreich von der Kefre, weil so riesig wie das ist. Oder zumindest Festung. So eine richtige Burg ist das schon. Interessanterweise hat er sogar Terraforming betrieben, seit ich das letzte Mal hier war. Genau, der Kefre. Ja, es wurde da unten ein ganzes Ding abgeholzt. Habe ich auch mitgeholfen. Wo wird abgeholzt? Also Santa und Anna hat er weggemacht. Was? Naja, du schwebst jetzt rüber. Es ist echt blöd, sich so zu unterhalten, wenn man alles doppelt hört. Ich glaube, deine Audio-Geräte sind falsch. Also irgendwas ist dabei, Kefre, falsch. Halt, ich glaube, jetzt hat es richtig... Nein, es ist einfach nur weg. Hier sind sogar noch meine Sachen weg. Hm?
Ja, und da ist das, was ich letztens gefunden hatte. Wo man eindeutig merkt, dass da jemand Hand angelegt hat. Ach, und da ist Ach, auch. und da ist auch. Ah, das sind beide. Da sind beide. Dann warten wir doch mal, Warten wir bis doch The mal, bis Catherine die da was Catherine gemacht da was hat. gemacht hat. Also, da müssten wir aber Aber auch dann müssen erklären, wir was aber auch das hier erklären, werden was das soll, hier soll, mal. mal. Weißt du das Weißt du zufällig, das zufällig, Nikolat? Nikolat? Ich verstehe Ich dich verstehe kaum. dich kaum. Da schauen wir doch mal Da nach, ob schauen er wir doch mal irgendwelche nach, ob er Rechte nicht irgendwelche hat. Rechte nicht hat. Nö, Nö, er ist er ist Moderator, also Moderator, also Operator. Operator. Hat die gleichen Rechte Hat die wie du, gleichen Rechte wie Nikolat. du, Nikolat. Schreibe ich ihm Schreibe mal. ich ihm mal. Ich schau auch mal, ob ich da eine Einstellung finde. Test. Ich höre mich jetzt nicht mehr. Test. Oh, Kefrey! Ah, Da ist er. jetzt geschafft. Gut. Ich bin noch einen Moment kurz weg. Ich muss noch mal kurz zu der Kleinen. Ja. Da bin ich jetzt gespannt, was er gemacht hat, um das richtig hinzubiegen. Sorry, Kurt, nochmal, weißt du, was das hier werden soll in der Wüste hier? Ja, ein Lagerhaus. Ein Lagerhaus. Ich möchte hier ein riesiges Lagerhaus hinstellen. Ein riesiges Lagerhaus möchte er hier hinstellen. Genau, das soll, glaube ich, auch so ähnlich automatisch werden wie meins eben. Und ich glaube, der will hier mit Sand auffüllen, deswegen sind zwei jetzt hier so gelöchert aus oder Mit mit Sand Sandstein. auffüllen. Oder mit Sandstein, ich weiß es nicht mehr. Ja, weil hier der Boden bestand aus Sandstein und Sand und eins von beiden wollte halt gegen das jeweils andere austauschen. Ich weiß auch nicht mehr, was gegen was. Aha. Weil das sieht halt echt, man merkt, dass da jemand Hand angelegt hat. Also wenn er Sand mit Sand auffüllen will, dann hat er noch sehr viel Arbeit vor sich. Aber es sieht eher aus, als würde er den Sand abbauen wollen. Naja, möchte schon auf die Ebene, wo ich jetzt zum Beispiel drüber laufe. Also auf die Ich hier weiß soll das nicht, wo du aufgefüllt bist. werden. Ja, wo ich gerade drauf stehe, auf die Höhe, glaube ich. Das heißt, da kommen jetzt hier noch überall hier Sand hin. Ja. Ah, okay. Ich baue ihn mal ein, nicht, dass er vom Monster getötet wird. Wir müssen ihn beschützen, das ist eine neue Quest, Rikulat. Ich mache extra meinen Creative-Modus aus. Bau ihn nicht ein! Wir müssen ihn Ja, jetzt und dann stirbt er beschützen. nicht. Ja, wenn er stirbt, haben wir verkackt. Quest gewonnen. Nein! Mach's wieder weg! Moment. Jetzt ist schön. Sieht aus wie ein Grab. Du willst also, dass er stirbt. Moment mal, das ist ja alles. Heißt das, er hat hier einen Sand. kompletten Berg Da ist er abgebaut wieder. oder wie? Ja. Ach, da ist er wieder. Also, du hast hier einen kompletten Sandberg abgebaut und füllst jetzt hier die Ebene mit Sand auf wieder oder wie? Ich habe nicht den kompletten Berg abgebaut. Den Berg, den du da siehst, das ist noch. Du bist ziemlich leise. Kannst du dich ein bisschen lauter machen? Es tut mir leid. So besser? Ein bisschen. Dann gib mir einen Moment. Mich lauter machen. Das wäre dann ja hier. Besser? Ja. Ein Traum. Genau, also der Berg, den du da siehst, der hat noch dazugehört. Ich habe abgetrennt, mit Sand alles wieder abgetrennt, dass es halt natürlich aussieht und mache den Boden noch wieder mit Sand voll, weil ich will hier was bauen. Was du aber eigentlich wissen müsstest, weil ich habe dich mehrmals gefragt, ob ich das darf. Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, ich frage jetzt auch schon zum dritten Mal nach. Es hat mich nur irritiert, vor allem weil hier überall der Sandstein ist. Ja, ich Statt habe Sand. zu wenig Sand. Naja, hättest du ihn halt aufgespart beim Abbauen, ne, wie ich gesagt habe. Den hast du dir gegeiert, den Sand. Nein, so viel hatte ich gar nicht.
Richtig, aber du hattest Sand und das ist genau der Sand, der hier fehlt. Nein, nein, das reicht nie im Leben. Na gut, also Kefray, dann wollen wir doch mal die Game oder die Show beginnen lassen, oder? wie du willst. Womit möchtest du denn anfangen? Sagen wir mal so. Willst du auch mitmachen, Rekulat? Was mitmachen? Der kennt das, glaube ich, eher alles. Das klar, die Sachen von. Mit. Also du willst auch die Sachen von der Käfer gezeigt bekommen. Ja, natürlich. Ich meine, die kennt zwar einen Großteil, aber er hat bestimmt irgendwas. Na dann mal los. So, also wie gesagt, hier ist halt der Berg. Ich fliege noch. Halt, das ist Rekulat. Wo ist der andere? Da ist er. Das ist hier, wie gesagt, der Berg. Es war eine Heidenarbeit, ihn hier wegzumachen. Und es wird noch eine Heidenarbeit, das alles mit dem Sand aufzufüllen. Hier. Siehst du mich? Ja. Genau. Ich folge dir. Dieser Fluss zwischen den beiden Sandmeeren quasi, also zwischen dem Riesenfluss und da dem Meer, dieser kleine Fluss, der ist gemacht. Wo ist da ein Meer? Das da hinten ist auch ein Meer, oder nicht? Nö. Ich hab's auf jeden Fall verbunden. Also du hast diesen gesamten Fluss hier selbst angelegt, oder wie? Diesen Fluss zwischen den zwei Flüssen, der ist selbst angelegt, ja. Ah ja. Also quasi ein Kanal. Man merkt es sogar ein bisschen, wenn man weiß, dass er künstlich ist, finde ich. Weil er einfach viel zu dünn ist, im Vergleich zu anderen Flüssen. Aber an sich finde ich den schon schön. Dass man mit dem Boot durch kann, deswegen ist er da. Genau, ich habe auch hier der Fluss, der große Fluss, der war immer in kleineren Stücken. Ich habe dafür gesorgt, dass er halt komplett durchgeht, dass man quasi mit dem Boot durchfahren kann. Hier zum Beispiel hier dieser Engpass, der war zu. Sowas habe ich auch schon mal gemacht. Das hat mich gestört. Geht komplett durch, dass man komplett mit dem Boot durchfahren kann. Da hat Feierlin eine Brücke gebaut, das wusste ich nicht, das habe ich zu spät bemerkt. Die schaue ich mir jetzt mal an. Die sieht schön aus. Die ist, glaube ich, noch nicht fertig. Oh, okay. Dann warte ich mal, bis sie fertig ist. Ah, ja, man merkt es. Von hier oben. Genau. Ah, und hier ist auch noch Erde dran. Dann bin ich mal gespannt. Ah, und eine Werkbank. Das ist das eindeutigste Zeichen. Dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Und dann geht der Fluss halt weiter. Genau. Den Eingang nehmen wir jetzt nicht. Gehen wir einfach weiter. Also das hier ist übrigens auch kein Meer, sondern das ist einfach nur ein riesiger See. Falls du das noch nicht wusstest. Der führt zum Meer. Er führt zum Meer, ja. Also das ist alles verbunden, aber... Das ist mit deinem Meer verbunden. Genau. Über einem Fluss, aber das hier selbst ist ein See. Das ist ein Meer, glaub mir. Weil ja, da will ich jetzt nachsehen. Hier sind die... Okay, Die Triple Towers. Warte mal kurz, da geht's jetzt ums Recht haben, Kefray. Was? Hallo, Feierlina. Hallo, Feierlina. Wir sagen beide Hi. So, komm. Keine Names droppen. Danke. Weil hier ist ja unsere Insel. Oder halt die zweite Insel. Ich wurde gerade zurückgelassen. Warte mal. Ja, ich hab gesehen. Weil die zeigen sich gegenseitig was, wo ich nicht dabei sein darf. Doch, du darfst schon dabei sein. Das ist 18 plus da. Es geht halt nur gerade ums Recht haben. Nein, ich darf dabei sein. Ich hab nur keinen Bock gehabt, mehr zu fliegen. Ich weiß nicht, was von dir soll ich denn herzeigen, genau. Ich weiß nicht, was so sehenswürdig ist bei dir. Nicht sehenswürdig. Nein, gar nicht. Ich hab dich verloren, Winder. Ja, bei mir werden die Chunks auch teilweise nicht mehr geladen. Ich glaube, du bist zu schnell. Ihr könnt euch einfach beide jetzt mit teleportieren und ich weiß, wo es noch zu dir hingeht, aber ich würde jetzt schon gerne wissen, weil ich glaube tatsächlich, dass Rekulat recht hat und dass hier das Meer ist. Die Chunks werden nur nicht geladen, deswegen sehe ich es nicht. Könnt ihr dann nachschauen? Da vorne rennt Rekulat rum. Rekulat, wenn du erst nochmal stehen bleiben würdest, damit bei mir die Chunks laden. Bei mir ist es wichtig. Ich zeige das Video. Wow, plötzlich Rekulat bleibt stehen und die Chunks werden alle geladen. Da hätte ich auch gesehen. Aber ich muss doch das sehen. Kannst du mir das Wasser ich sehe dich. Du Schlingel. Kannst du mir was von der Küche geben? Na, kannst du gleich einen kleinen Sneak Peek über mein Dorf zeigen? Tatsache. Also du hattest recht, Rekulat, es ist das Meer. Dankeschön. Ich weiß. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht, ebenso. Sie sagen beide gute Nacht.
Dann fahren wir, fliegen wir wieder zurück zu The Caffrey. Ich bin auch genau da, wo ihr abgehauen seid. Gut. Denn genau da werden wir vermutlich nicht wieder auftauchen. Ich fliege jetzt gerade einfach in irgendeine Richtung. Die Chunks werden schon gar nicht mehr nachgeladen. Ich glaube, ich sollte mal wieder stehen bleiben. Oh, halt, ich bin bei der Brücke von Faerlina. Ich muss meine Wegpunkte neu machen. Eigentlich müsste dann der Caffrey irgendwo hier vorne sein. Übrigens, Caffrey, du musst dich schon mal dran gewöhnen, falls du wenn da irgendwas zeigst, der verschwindet auf einmal immer wieder. So wie du immer gerne in FPS spielen machst. Also er läuft vor quasi. Nein, nicht vor, er läuft kreuz und quer, das ist noch schlimmer. genau wie Rico und ich es jetzt gerade eben gemacht haben, Caffrey. Du wolltest uns was zeigen und wir sind einfach abgehauen. Genau. Also wie gesagt, ja. Ist hier dieses Ding, hier sind so die Felsen. Boah, wie cool die ausschauen von oben. Dann ist hier dieser Durchgang, der ist auch künstlich gemacht, dass man mit dem Boot durchkommt.